Hallo und herzlich willkommen schon wieder mit dem Aldi PC mit einem Pentium 166 MMX und bald nicht mehr, weil wir testen einfach mal ganz frech alles durch, was so geht. Mit den Jumpern auf dem Board, dem Pentium von 133 bis 233 MHz, was der übrigens problemlos mitmacht. Und dann mit dem K6-2, der sich von 166 bis 400 MHz jumpern lässt. Und mal gucken, was das so für Auswirkungen auf DOS-Spiele, Windows-Spiele und hat. Da ist er. Der Pentium MMX. Baujahr 95, 166 MHz und ein komisches Wärmeleitpad. Und zusammen mit der Rage 2, die da onboard verbaut ist, sieht Quake 1 in 640x480 echt gar nicht mal so gut aus. Da habe ich natürlich schon ein bisschen Abhilfe geschaffen, indem ich mir einen Prozessor gekauft habe, der ein bisschen mehr kann. Aber wir können ja auch einfach mal schauen, was es denn bringen würde, wenn man den Pentium MMX einfach gegen ein stärkeres Modell austauscht oder wie hier per Jumper einfach mal ein bisschen durchprobiert. Denn offenbar habe ich ein sehr schönes Modell erwischt, das nicht nur die 166 MHz packt, sondern auch stundenlang, wirklich viele Stunden lang 3D-Gaming mit 233 MHz problemlos macht. Ja, und dann haben wir dann noch den K6, der halt sich per Jumper von 166 bis 400 MHz jumpern lässt. 133 MHz fehlt, denn der kleinste Multiplikator ist von AMD hier ein bisschen zweckentfremdet worden. Der sorgt für die 400 MHz, was eigentlich ganz pfiffig ist, denn so lassen sich alte Socke 7 Mainboards, die ja eigentlich von Intel nur bis zum 233er MMX gedacht waren, problemlos noch ein bisschen über die nächsten Jahre retten. Oder bringt das vielleicht gar nicht so viel, denn die Floating-Point-Einheit vom K6 ist ja gar nicht so toll wie die vom Intel. Haben wir also vielleicht gar keinen Gewinn? Und wie sieht es denn aus, wenn die beiden auf gleicher Taktfrequenz arbeiten? Hier 9,5 FPS. Das nicht viel mit dem Pentium 166. Hier ist der schöne K6-2. Da sind die Jumper, der oberste. Ne? Die sorgen für die richtige Frequenz. Man kann auch noch am Frontside-Bus spielen mit 60 und 66 MHz, aber der steht hier immer auf 66. Alles andere wäre irgendwie doof. Und hier haben wir das Ganze dann schon mit 400 MHz. Auch wieder Quake 1 Time-Demo. Nicht 3D beschleunigt, aber eben mit dem K6-2 400. Wie gesagt, die Fließkommaeinheit vom K6 war nicht berühmt, da war Intel immer besser. Und gerade Quake zieht großen Vorteil aus genau dieser Einheit. Andere Spiele und Benchmarks nicht so sehr, weshalb sich die Ergebnisse da eben tatsächlich unterscheiden können. Und es tatsächlich einen Unterschied gemacht hat, was ihr bevorzugt gespielt habt, welchen Prozessor ihr euch dann am Ende einbauen wolltet. Wobei, ich spoiler vielleicht nicht, nachher haben wir noch sehr umfangreiche Benchmark-Tabellen, da könnt ihr genau gucken. Aber ich spoiler nicht, wenn ich sage, dass der K6-2400 dem Pentium 1 MMX mit 233 MHz trotzdem überlegen ist, sogar bei Quake. Aber es wird knapper, als man eigentlich erwarten würde. In dem, was ich jetzt getestet habe, aber tatsächlich auch nur bei Quake. Was hier in den Tabellen jetzt nachher nicht zu sehen ist, ist, wie das Ganze sich bei 3D verhält mit SMI zum Beispiel. Aber hier haben wir den Pentium MMX 133 bis 233 und wir sehen eine schöne lineare Steigerung, die den Takt gut widerspiegelt. Hier haben wir die Benchmarks mit dem K6 und auch da natürlich beim 400er eine riesige Steigerung, die anderen ganz schön linear. Hier verglichen den MMX 166 und den K6, da sehen wir dann schon, Quake nicht so gut. PC Player Bench mag den K6 lieber, bei 233 sieht es genauso aus. Bei Quake ist der Pentium massiv im Vorteil, bei PC Player nicht, da ist der AMD besser. Hier das gleiche, wenn wir bei 400 MHz sind versus 233, natürlich ein größerer Sprung, aber ein Gleichstand bei Quake in 640x480. Das heißt, wir brauchen ein Pentium MMX 233 bei Quake, nur bei Quake jetzt, um den K6 400 MHz zu schlagen. Das ist gut für Intel. Beim PC Player Bench sieht es anders aus und natürlich auch in 3D, denn hier seht ihr Quake mit 3D-Beschleunigung auf Voodoo SLI
Und da ist dann auch der 166 MHz K6 nicht mehr so der Bremsklotz. Ihr seht schon, das sieht gar nicht so schlimm aus. Quake 2 übrigens jetzt. Mit 3DFX OpenGL Ding 7. Na, also, sobald ihr euch eine 3D-Grafikkarte statt der irdeligen Rage 2 eingebaut habt, oder vielleicht auch 2, habt ihr zwar ab und zu noch ein paar Stotterer, aber ihr seht schon, auch mit 166 MHz, trotz Fließkommaschwäche, ist der K6 da gar nicht so übel. Und es bringt Spaß. Also, ja, Quake 2 bringt erstaunlich viel Spaß. Und sieht ja jetzt auch echt nicht schlecht aus, ne? Da war dann die Voodoo tatsächlich wieder Magic. Und man sieht, natürlich können stärkere CPUs die Grafikkarte viel besser ausreizen. Aber ich finde das jetzt total spielbar. Probieren wir doch noch was anderes aus. Was haben wir denn da? Expendable. Ich mag Expendable, auch wenn es auf diesem Rechner ja grenzwertig ist. Das ist halt so die unterste Anforderung an CPU. Ich glaube 200 MHz, sagen die Entwickler. Und jetzt haben wir hier den 166er K6. Nicht so toll. Expendable kann man auch mit einem 1000 MHz Rechner noch ruckeln lassen. Und ne, das Ding ist eigentlich out of era. Aber ich mag es, um zu zeigen, wie viel mehr es ruckelt. Die Ladezeiten sind recht heftig übrigens. Übrigens nochmal, alle Rechner-Benchmarks hier sind mit 128 MB gemacht. Ich weiß natürlich, dass der TX-Chipsatz hier nur 64 MB cachen kann und habe entsprechend schon ein Video gemacht, ob sich das dann irgendwie auswirkt. Gerade Expendable ist mit 64 MB halt noch viel schlechter spielbar als das Geruckel jetzt gerade. Aber da seht ihr schon, ne, mit 166 MHz K6. Nein. Ich spiele übrigens immer die gleiche Szene aus dem ersten Level, bis da gleich ein Ding entgleist und alles kaputt macht. Das sorgt nämlich für richtig schön viel CPU-Last. Und ja, dass ich hier sterbe, ist Absicht. Aber hier seht ihr, ne? Das bringt nicht mal Spaß, wenn man es überlebt. Jetzt kommt noch eine Explosion, die ist nochmal heftiger. Bam. Nein, also Expendable mit K6 2. 200 MHz sieht da dann vielleicht schon ein bisschen anders aus. Ne? Schön. Aber nö. Ein bisschen flüssiger. Ganz bisschen flüssiger ist es. Aber naja. Naja. Um es jetzt zu spoilern. Expendable läuft auch mit dem K6 2 400 MHz nicht signifikant schneller als jetzt hier. Ihr seht schon, die Explosionen sind ein bisschen weniger ruckelfördernd. Aber das ist jetzt kein Spiel, das ich jemandem raten würde, mit einem Sockel 7 System unter 500-600 MHz zu spielen. Da solltet ihr dann doch lieber Richtung 1000 oder noch mehr gehen und auch eine gute Grafikkarte haben. Wobei, die bremst hier gar nicht so sehr. Was ich aber krass finde, ist, wie sehr das Dithering ausfällt bei der Voodoo SSI. Die Explosionen sind halt echt nicht so schön. Da sind 32-Bit Farbtiefe echt von Vorteil. Aber jetzt sehen wir mal, die 166 MHz vom K6 bremsen auch nicht mal groß, wenn man Forsaken spielt. Gut, die Steuerung habe ich mir ja noch nicht richtig eingestellt, das nervt. Aber, ne, seht, trotz nur 166 MHz läuft Forsaken extrem schön mit über 70 FPS und selbst wenn es mal laggt, ist immer noch spielbar. Trefft. Na gut. Man sollte nicht so schlecht spielen wie ich. Aber das ist mit 400 MHz natürlich noch mal schneller, so mit 130, 140 FPS. Aber ihr seht hier auch mit 166 und der Intel schlägt sich da sogar noch minimal besser. Ist das super. Hier Tomb Raider 4 mit Voodoo SLI und dem 400 MHz K6. Butterweich. Mit einem 166 MHz Pentium nicht. Da habe ich jetzt leider kein Video zu, aber glaubt mir, das ist nicht ganz so flüssig. Und wenn man dann nicht mal eine schnelle 3D-Grafikkarte hat, sondern im Software-Modus arbeiten muss, dann freut man sich sehr über den 400er, weil es dann immerhin zweistellige FPS-Bereiche schafft und nicht mehr nur Diashows. Eigentlich gar nicht so hässlich, das Spiel. Und ich bin ein bisschen erstaunt, dass es mit dem 400er so gut läuft. Daher würde ich schon sagen, das Upgrade hat sich definitiv gelohnt. Das ist ein durchaus flotter Sockel 7 Rechner geworden, der ein sichtbares Upgrade gegenüber dem 166er ist. Also wirklich kann man sich antun.
Natürlich, wenn ihr Spiele spielen wollt, die eher so Richtung 99, 2000, 2001 kamen, da seid ihr mit dem Super Sockel 7 Board deutlich besser, gerade auch weil AGP-Grafikkarten gegenüber PCI da noch ein paar Vorteile haben, was die Bandbreiten angeht. Und mehr Megahertz können auch nicht schaden. Da kommt man immer an die Grenzen. Aber sucht ihr nach einem guten Sockel 7-System, das man maxed out für ein bisschen mehr benutzen kann, als das, was ein Pentium vorgibt, dann macht das. Und hier ein kleiner Ausblick auf das, was da noch kommt. Eine Katze, die mit Battlefield nicht so gut klarkommt. Nee, mit Star Wars Jedi Knight 2. Und mein Sohn, der das Ganze extrem amüsant findet. Arme Katze, die hat sich übrigens nichts getan, die war nur ein bisschen verwirrt. Macht's gut. Ich freue mich aufs nächste Video mit den beiden Pentium-Systemen. Bis dann.